Martin Sonneborn hat sich diesmal Strack-Zimmermann vorgenommen und zwar hat die eine neue Kampagne für die EU. Bleibt auf jeden Fall bis zum Ende des Videos dran, denn Strack-Zimmermann hat auf Martin Sonneborn geantwortet. Und zwar hat die eine neue Kampagne, weil sie ja ins EU-Parlament einziehen will. Oma Courage, streitbar in Europa, Strack-Zimmermann. Hier Oma Courage und hier Strack-Zimmermann. Und Martin Sonneborn hat geschrieben, Bildung first. Brechts Mutter Courage und ihre Kinder 1941 beschreibt nicht nur die menschliche und sittliche Verwahrlosung im 30-jährigen Krieg, sondern auch die enge Verzahnung von Krieg und Geschäft. Es verrät einiges über Frau Strack-Rheinmetall, dass sie ausgerechnet dieses Stück zum Referenzpunkt ihres Wahlkampfslogans macht, Oma Courage. Wenn sie allerdings meint, durch die geistlose Aneignung dieser Figur ihren eigenen politischen Standpunkt stützen zu können, dann gehört sie noch gar nicht an die Front, sondern erstmal zurück in die 9. Klasse, letzte Reihe, Realschule. Denn Brecht schrieb beileibe kein Kriegsverherrlichungsstück, sondern dessen entschiedenes Gegenteil über den dummen, vergeblichen, in tragischer Weise selbstschädigenden Versuch einer kleinen Marketenderin mit dem Krieg große Geschäfte zu machen. Courage lernt nichts, schreibt Brecht. Sie glaubt zu Beginn, dass der Krieg ihr Profit bringen werde und sie glaubt es auch am Ende noch, als sie ihre drei Kinder längst an ihn verloren hat. Wir möchten allen, die für den deformierten Liberalismus dieser Oma anfällig sind, eine Binsenweisheit der echten Courage in die Kriegsfibel legen. Der Krieg ist eine Fortführung der Geschäfte mit anderen Mitteln und die großen Geschäfte werden nicht von den kleinen Leuten gemacht. Strack-Zimmermann hat darauf auch geantwortet, das kann man kaum lesen. Witzig, sie sind doch lustige Figur, die laut eigener Aussage 2014 nur ein paar Wochen ins Parlament einziehen wollte und seit sie mitbekommen hat, wie man die Bürgerinnen und Bürger ausnehmen kann, fett und gemütlich auf deren Steuergeldern sitzt und auf deren Kosten witzelt, sagt ausgerechnet Strack-Zimmermann, die ja jetzt als Spitzenkandidatin der Liberalen bei den Europawahlen ins EU-Parlament einziehen will und ja auch jetzt schon im Bundestag sitzt. Kognitive Dissonanz auf jeden Fall. Marc Friedrich, Kaliber wie er verdienen ihr Geld redlich und das hat Sonneborn definitiv verdient, dann ist der einzige, von dem ich irgendwelche Beiträge aus der EU sehe, die da wirklich komplett aufdecken, was da für Machenschaften überhaupt im Hintergrund laufen. Schreibt mal eure Meinung dazu in die Kommentare.